Hallo, herzlich willkommen zur Sportschau am Sonntag mit den Partien der zweiten Liga von heute und mit einem dramatischen Achtelfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Zum Auftakt unserer Sendung schauen wir uns aber erstmal die Mannschaft an, die zum Auftakt der neuen Saison vor gut einer Woche ein wahres Torfeuerwerk gezündet hat. Der HSV beteiligt ist, dann scheint es Spektakel zu geben in dieser Saison. Da können wir uns noch auf was freuen. In der nächsten Partie treffen zwei Traditionsmannschaften aufeinander, der 1. FC Nürnberg und Hannover 96. Die Nürnberger, die sind in der vergangenen Woche mit ihrem neuen Trainer Christian Fjell mit einer Niederlage in Rostock in die Saison gestartet. Allerdings, was Ballbesitz, Torchancen und so weiter anging, waren sie eigentlich die bessere Mannschaft. Und heute soll im Optimalfall so eine Statistik dann auch beim Ergebnis zu erkennen sein. Bevor es aber losging, Markus Othmar, wurde an einen Mann gedacht, der bei ruhmreichen Zeiten dabei war.